Scholz fordert mehr Zuwanderung für Deutschland. In diesem Video will ich dir kurz erklären, warum Nettozuwanderung für deutsche Vermieter eine richtig coole Sache sind. Warum aber in der Art und Weise, wie wir das hier in Deutschland aufziehen, zu einer absoluten Katastrophe für unsere Ökonomie und Gesellschaft führen kann. Zudem will ich dir noch aufzeichnen, warum der Fachkräftemangel in Deutschland eine Lüge ist, die von den Politikern gerne genutzt wird. Bist du also gespannt, wie du dich als Vermieter richtig aufstellen musst und was dich erwartet und welche langfristigen, heftigen Folgen das Ganze haben kann, dann solltest du dieses Video auf jeden Fall bis zum Ende anschauen. Es wird dir wie Schuppen von den Augen fallen. Mein Name ist Dr. Florian Roski, ich bin Analyst, Investor und Macher und in meinen Videos nehme ich dich mit auf meiner persönlichen Freiheits- und Vermögensaufbaureise. Starten wir also mit den Vorteilen durch. Generell ist eine positive Nettozuwanderung ganz neutral betrachtet für den deutschen Vermieter erstmal eine gute Sache. Die Bevölkerung steigt und damit die Nachfrage nach Wohnraum. Steigt die Nachfrage nach Wohnraum, sichert uns das die Vermietbarkeit des Immobilienbestandes und bei einem Nachfrageüberhang steigen dann in der Folge auch die Mieten und auch die Immobilienpreise. Das ist der positive Teil. Nun der negative Teil. Und dabei gehen wir von der aktuellen Situation aus. In Deutschland steigen aktuell in anderen Bundesländern die Arbeitslosigkeit wieder etwas im Vergleich an zum Vorjahr. Man plant ja auch eine große Transformation von einem ehemaligen Industriestaat zu einer Dienstleistungsnation mit dem Ziel, CO2-Verbrauch zu reduzieren. Dafür muss man sich halt auf der einen Seite auf den Ausstieg aus diesem Industriezeitalter fokussieren, was unsere Regierung ja definitiv tut. Auf der anderen Seite muss man sich natürlich, was Transformation betrifft, nicht nur um den Abriss des Alten kümmern, sondern auch um den Aufbau des Neuen. Also neue Strukturen schaffen, damit alternativ gut bezahlte Dienstleistungsjobs entstehen, zum Beispiel in der Softwareentwicklung und der Entwicklung neuer Technologien und in der Digitalisierung und im Prinzip auch Investitionen tätigen in eine CO2-reduzierte Infrastruktur. Aber das passiert nicht. Dazu musst du dir halt nur die Investitionen unseres Bundeshaushaltes anschauen oder einfach meine Bahnfahrt versuchen und dabei während der Fahrt versuchen am Mobiltelefon einen Freund anzurufen oder einfach auch mal ein Video zu streamen, dann weißt du im Prinzip alles über den aktuellen Zustand in Deutschland, was es dort zu wissen gibt. Die Ansprüche, die die Politik stellt, sind hoch, aber die Realität ist eher eine andere. Deutschland schneidet übel bei der PISA-Studie ab, investiert nur unterdurchschnittlich in seine Bildungslandschaft und unsere Infrastruktur ist definitiv nicht mehr gut und im Bereich Digitalisierung sind wir eher unteres Drittel. Das würde halt kein smarter Unternehmer tun, einfach die eigene Cash-Cow, den gewinnbringenden Wirtschaftszweig schließen, ohne einen neuen auf Spur gebracht zu haben, der bereits anfängt, gewinnbringend zu produzieren. Zudem ist unsere Bevölkerung mit einem Durchschnittsalter von 45 Jahren definitiv alt. Das heißt zusammengefasst, wir haben in unserem Land genug Alte, wir haben auch genug Arbeitslose, Tendenz steigend, wir haben auch genug Unqualifizierte und wir haben keine neuen Zukunftsprodukte. Wenn man sich auch die Reallohnentwicklung in Deutschland anschaut, dann merkt man recht schnell, dass die Reallöhne eher gesunken sind, also wir Deutsche ärmer geworden sind, was auch folgendes Schaubild zeigt. Thema Fachkräftemangel. Normalerweise würde man ja annehmen, dass wenn es Fachkräftemangel gäbe, würden die Löhne signifikant steigen, da die Betriebe mehr Geld aufbringen würden, um diese Fachkräfte zu buhlen und zu wettbewerben. Aber das scheint ja in der Realität nicht so zu sein. Also könnte man logischerweise sagen, in der Fläche gibt es keinen Fachkräftemangel und
dass diese Mehr von der, vom Fachkräftemangel eine Lüge ist. Was ist überhaupt eine Fachkraft? Als Fachkraft bezeichnet man in Deutschland alle erwerbsfähigen Menschen, die entweder ein anerkanntes akademisches Studium haben oder eine mindestens zweijährige Berufsausbildung erfolgreich absolviert haben. Was ist dann logischerweise der Fachkräftemangel? Ein Fachkraftmangel liegt dann vor, wenn die Nachfrage nach Fachkräften im großen Maße ungedeckt bleibt. Und dies flächendeckend über einen längeren Zeitraum hinweg. Mit anderen Worten, Betriebe und Unternehmen finden keine passenden Fachleute auf dem Arbeitsmarkt. Finden Unternehmen übrigens langfristig keine passenden Fachkräfte, können sie halt eben nicht mehr expandieren und sich weiterentwickeln und müssen sich halt neue Märkte suchen, wo das anders ist. Und jetzt kommt eine interessante Aussage: Es gibt trotzdem Fachkräftemangel, aber nicht zu den Bedingungen, wie wir sie in Deutschland stellen können. So meine persönliche Beobachtung. Was generell in Deutschland von der Industrie gewünscht ist, sind sicherlich Fachkräfte, aber zu Löhnen, die auch im internationalen Vergleich statthalten. Also über günstige Fachkräfte. Aber diese kann es im System Deutschland ja gar nicht geben. Denn, und jetzt kommt der Clou, dass unser Hauptproblem in Deutschland die Steuern und Sozialausgaben auf Löhne sind. Denn obwohl Unternehmen in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern gute Löhne zahlen, kommen diese aufgrund der ganzen Abgaben und Steuern eben gar nicht unten beim Arbeitnehmer an. Der Bruttolohn ist gut, der Nettolohn ist aber schlecht und wird tendenziell, wenn man sich ja auch die Nettolohnentwicklung ansieht, schlechter. Aber das liegt nicht daran, weil Unternehmer weniger zahlen, was schon alleine aufgrund der permanenten Mindestlohnanstiege gar nicht möglich ist. Oder weil deutsche Unternehmen Löhne absinken würden, was ja in Deutschland auch nicht ohne eine Kündigung und eine Art Neueinstellung funktioniert, sondern weil der Staat immer mehr Geld umverteilt und abgreift. Das heißt, wir sind mittlerweile in Deutschland auf einem Level, wo aufgrund der Steuergier des Staates eigene Zukunft unseres Landes gefährdet ist. Das Ganze ist ja auch mittlerweile wunderbar dokumentiert. Hier nochmal ein Artikel dazu, weil der Staat aktuell steuerliche Rekordeinnahmen verzeichnet, wir aber immer mehr Menschen in Deutschland werden und das bei sinkender Wirtschaftsentwicklung. Ergo muss also die aktuelle Bevölkerung in Deutschland immer mehr verarmen. Und das Ganze nimmt drastisch zu. Der Staat extrahiert also mittlerweile so viel Anteil vom Lohn seiner Bürger und das wird zunehmend zu einem Problem für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Und er extrahiert nicht nur heute und nimmt dir einen großen Teil deines Lohnes weg, sondern es geht viel weiter durch die Aufnahme von immer neuen Steuern und auch durch die kürzlich aufgedeckten Betrugsversuche noch mehr Geld im Prinzip aus diesem oder mit diesem Staatssystem zu generieren, wird das Ganze immer hässlicher. Wir werden auch immer unverblümter ausgenommen durch ja Vetternwirtschaft in der Politik, durch Korruption in Einzelmaßnahmen, aber eben auch durch die Finanzierung von Ideologie, die teilweise absolut sinnfrei ist. Aufgrund des Geldhungers des Staates finden sich Unternehmer und Arbeitnehmer immer weniger, weil der Staat als Organisator oder Ordnungskraft des Arbeitsmarktes einen so großen Anteil abgreift, dass es sich einfach nicht lohnt, für einen deutschen Betrieb jemanden anzustellen. Und für viele Fachkräfte lohnt es sich eben auch, immer weniger in Deutschland zu arbeiten. Entsprechend wandern ja auch, eines der Gründe, Betriebe ab und Leistungsträger meiden Deutschland. Hierzu mal eine Musterrechnung. Ein Mitarbeiter bekommt brutto 3.500 Euro. Nach Steuern und Sozialabgaben, kannst du auch selber beim Nettolohnrechner berechnen, bleiben für diesen Arbeitnehmer 2.290 Euro netto übrig. Zum Bruttolohn muss aber der Arbeitgeber noch ungefähr 23% an Lohnnebenkosten aufwenden, die logischerweise ja der Arbeitnehmer über seine Leistung miterwirtschaften muss. Also der Arbeitgeber zahlt oben 4.305 Euro ein und beim Angestellten kommen 2.290 Euro raus. Von unten nach oben geschaut gibt der Arbeitnehmer also 87% seines Lohnes anteilig nochmal an den Staat ab. Diese Quote ist so krass,
dass es den Arbeitsmarkt, aber mittlerweile auch das Unternehmertum in Deutschland zerstört. Denn der Staat verdoppelt mit Lohnabrechnung und allen Dokumentationspflichten die Kosten des Arbeitnehmers mal locker auf den Faktor 2. So verlieren Arbeitnehmer und Arbeitgeber in Deutschland und gewinnen tut nur der Staat, aber auch nur kurzfristig, denn langfristig, und das kommt ja gerade so richtig hier in Fahrt, verliert unser ganzes Land. Das Problem ist also zweierlei. Arbeitgeber brauchen qualifizierte Arbeitskräfte zu leistbaren Kosten, international wettbewerbsfähig, und Arbeitnehmer eben einen Lohn, von dem sie auch leben können. Und beides findet sich immer weniger, weil der Staat hier als Mittler mittlerweile einfach zu viel abgreift. Wir haben also genug Alte, genug Arbeitslose, genug Unqualifizierte. Entsprechend müsste sich jetzt ja der Staat darauf fokussieren, also auf das Begeistern von jungen, qualifizierten Menschen aus dem Ausland, die bereit sind, für wenig netto zu arbeiten, um diese Lücke zu schließen. Denn anders ist das Fachkräfteproblem unter den deutschen Bedingungen ja aktuell nicht zu lösen, gerade auch hinsichtlich unserer demoskopischen Entwicklung. Also nur wenn junge, qualifizierte Arbeitskräfte nach Deutschland kommen, die bereit sind, 87% ihres Lohnes abzugeben, dann funktioniert das System weiter. Ich denke, das ist logisch und einfach. Aber genau solche jungen Trottel gibt es eben kaum. Denn es gibt einfach andere Länder, die erstens bessere Löhne zahlen und wo der Staat weniger Anteil vom Lohn abhaben will. Also versucht der deutsche Staat, das anders zu lösen. Und darin liegt halt auch eine Gefahr für unsere Zukunft, indem er als Lösung große, undifferenzierte Menschenmassen anschleppt. Aber diese kommen halt aus Not, aus Krisengebieten, sind traumatisiert, krank, alt, unqualifiziert, aber es sind eben keine Fachkräfte. Es kommen halt nur die, für die Deutschland eine Besserung darstellt. Und das sind eben keine Fachkräfte. Die gehen eben in Länder, in denen Vermögensaufbau wesentlich einfacher ist und nicht permanente neue Steuern drohen. Denn Leistungsträger wollen ein smartes Umfeld, das englischsprachig ist und modern ist und einen hohen Nettolohn zahlt und nicht Deutschlands Demoskopie oder Politikprobleme finanzieren. Genauso wenig, wie das mittlerweile unsere eigene junge deutsche Bevölkerung will. Aber die Heftigkeit liegt in einem Irrtum begründet. Wenn die Unternehmen sich Migration wünschen, denken sie an die Einreise von Fachkräften. Wenn der Staat aber an Migration denkt, denkt er scheinbar an Massenimmigration. Und schon jetzt kündigen sich für 2024 wieder über 1 Million Kriegsflüchtlinge an. Das Problem dabei ist, das sind eben keine jungen Fachkräfte, sondern hilfsbedürftige Menschen. Dabei sind wir in Deutschland ja fast mittlerweile schon selbst hilfsbedürftig, denn wir verlieren mit dieser Politik unsere Zukunft. Trotz millionenfacher Zuwanderung seit 2015 nimmt das Problem des Fachkräftemangels nicht ab. Das scheint also nun nachgewiesenerweise nicht die Lösung zu sein. Das Gruselige ist halt, dass diese Ampel diese Art der Politik einfach nicht beenden will und endlich versucht, in Deutschland Rahmenbedingungen zu schaffen, unter denen eben nicht nur die in Deutschland geborenen und sich noch verpflichtet fühlenden Deutschen malochen, um diese ganze Entwicklung zu finanzieren. Und auch die werden ja zunehmend desillusioniert, denn sie arbeiten und schuften, müssen immer produktiver werden, um das mehr an Bevölkerung, das mehr an Staat, das mehr an Ideologie zu finanzieren. Gerade unter der Ampel wurden wieder Tausende von Bediensteten am Staat angestellt. Das heißt für dich, sie wollen ein noch höheren Anteil von deinem Lohn. Denn irgendeiner muss die ja alle bezahlen. In einer Regierung, die permanent wächst und Aufgaben sucht, die nichts mit dir und deinem Leben zu tun haben, hat logischerweise der Bürger immer weniger und die junge Fachkraft mit Englischkenntnissen, die genau das von ihren Kollegen hört, wird so niemals nach Deutschland kommen. Die sind ja nicht doof.
Deswegen sind sie ja Fachkräfte, weil sie eben smart sind. Entsprechend gibt es ja auch immer weniger Neubau. Denn wer soll sich das denn in Deutschland noch leisten können bei weiter absinkenden Reallöhnen, aber zunehmenden Anforderungen an den deutschen Immobilienbau? Bestimmt nicht der arme Kriegsflüchtling und auch nicht mehr der deutsche Arbeitnehmer, dessen Reallohn permanent sinkt. Denn alle kommen zunehmend in Deutschland in den Überlebensmodus und aus dem Wohlstandsmodus raus. Geht es so weiter? Ja, geht Deutschland übertragenderweise in die Insolvenz oder das Vermögen der noch verbleibenden Deutschen wird eingesammelt und konsumiert. Die Beseitigung des Fachkräftemangels in der Art und Weise, wie wir ihn von Frau Merkel zu verdanken haben, würde ich persönlich als absolute Fachkräftelüge bezeichnen. Ein ewiges Märchen von der Fachkräftemigration, die die Standardmedien in Deutschland teilweise noch gestützt haben. Die Zahlen sprechen aber in der Realität eine absolut andere Sprache. Hier kommen keine Fachkräfte, denn ansonsten, wir hätten wahrscheinlich alleine schon die Syrer, die aus der Not nach Deutschland gekommen sind, dieses Problem behoben. Ja, wir haben als Herausforderung sicherlich die Überalterung unserer Gesellschaft und den damit einhergehenden Demografiewandel und die Reduktion der Produktivität. Aber um diese zu beheben zu können und neue junge Fachkräfte anzuheuern, macht es definitiv keinen Sinn, auf Massenintegration von Fliegflüchtlingen zu setzen. Scholz findet weiter, dass man als die Lösung für die Welt von heute und morgen nicht in die Zeit von gestern gehen sollte. Man müsse gemeinsam daran arbeiten, dass es eine gute neue Zeit geben kann. Und dafür braucht es laut Kanzler unter anderem dringend weitere Zuwanderung. Meiner Meinung nach wird genau diese Zuwanderung, die sich nicht auf junge akademische Fachkräfte spezialisiert, uns nicht in den Wohlstand führen. Dabei würde die Rückbesinnung auf gestrige Werte wie Leistung, anders wie vom Scholz kommuniziert, gewaltige Chancen für eine goldene Zukunft für uns bedeuten. Denn um junge Akademiker anzuziehen, müssten wir in unserem eigenen Land erstmal attraktiver, englischsprachiger, smarter, einfach besser werden und vor allem uns wieder wettbewerbsfähig machen. Seit Jahren problematisiert Deutschland den Fachkräftemangel. Und seit Jahren sollen Millionen von Migranten diesen beheben. Entsprechend wäre es ja mal an der Zeit, hier in sich zu gehen. Scholz erzählte das ewige Märchen von der Fachkräftemigration weiter. Die Zahlen sprechen aber eine absolut andere Sprache. Im Durchschnitt haben wohl fast 60% der Flüchtlinge nicht nur keine qualifizierte Ausbildung, sondern überhaupt keinen Schulabschluss. Fachkräfte und die Definition, haben wir eben gehört, ist definitiv etwas anderes. Eine sinnvolle Migrationspolitik, die irgendwie Deutschen oder auch nur rein wirtschaftlichen Interessen dient, ist überhaupt nicht zu erkennen. Und Abschiebung? Im vergangenen Jahr hat Deutschland 16.430 Abschiebungen vorgenommen, teilte der Sprecher des Bundesministeriums mit. Den Angaben nach waren Ende Dezember 242.642 Menschen ausreisepflichtig. Abschiebung steht ja trotz Spiegelcover des Kanzlers nach wie vor nicht wirklich auf der Agenda der Bundesregierung. Es wirkt wie Immigration um ihrer selbst willen. Anstelle dessen gibt die Regierung Vollgas für weiter beschleunigte Einbürgerung. Naja, was soll ich am Ende sagen? Außer wie in vielen anderen Videos schon prophezeit und immer zuverlässig eingetreten. Steuern und Abgaben werden dann wohl weiter steigen. Die Gefahr für einen Lastenausgleich, die ja schon von der SPD diskutiert wird, wird immer größer. Auch wenn es vielleicht nicht die Lohnsteuer ist, die erhöht wird, so werden jetzt immer wieder neue Wege gefunden werden, um dir entweder über eine Umwelt- oder eine Kriegsabgabe oder sonst irgendwas dein Vermögen aktiv zu schmälern. Denn sozialistische Regierungen, seien sie links oder rechts geprägt, unterstützen nie die wirtschaftliche Freiheit des Individuums, sondern haben immer ihre eigene Agenda und ihre eigene Ideologie, die sie durch Kontrolle und Eigenkapitalentzug umsetzen. Ich hoffe, meine offenen Worte sind mal wieder für dich Gedenkenanstöße und erklären, warum meine Immobilie in Deutschland aktuell eher auf Eis gelegt ist und zeigen dir auch die Wichtigkeit auf der Diversifikation des eigenen Vermögens über Ländergrenzen hinweg, solange es noch möglich ist. In diesem Sinne lade ich dich herzlich zu unseren Immobilien-Communities-Tours an außerhalb der EU, um mit uns zusammen
in Immobilien in Dubai und Nordzypern zu investieren und damit Vermögen zu diversifizieren und das Risiko zu reduzieren und wieder gute Renditen zu erwirtschaften. Den Link dazu findest du unter dem Video und wie immer ganz viel Wissen für ganz schmalen Taler. Denn es ist meine persönliche Mission, Investoren dabei zu unterstützen, Top-Rendite zu machen. Und das geht eben nur, indem man Kosten niedrig hält und Ertrag aufbaut. Ich würde mich sehr über deine Anmeldung freuen. Dein Dr. Florian Roski.